Hallo meine Lieben und willkommen bei Pilos magische Welt. Ja, wundert euch nicht wegen den Geräuschen hier im Hintergrund. Ich bin, wie ihr seht, am See und das hier ist auch alles ganz öffentlich zugänglich. Also es kann sein, dass hier jetzt ein paar Spaziergänger langlaufen und Emma ist auch dabei. Die spielt hier gerade vor meinem, ja, direkt vor meinem Bein und spielt hier mit dem Stock. Und ja, ich wollte mich mal wieder so ein bisschen zurückmelden und ja, euch einmal kurz sagen, so, hey, hier bin ich und mal wieder so einen kleinen Einblick zeigen, so von meinem Leben. Wir sind hier, wie gesagt, an einem See, also waren hier so ein bisschen spazieren, einmal hier um den See herum. War sehr schön, haben das schöne Wetter genossen und der Wolf hatte auch seine Flöte dabei und hat hier richtig schön Flöte gespielt, das war schön. Emma konnte hier in dem See hinter mir schwimmen. Es war auch sehr schön und konnten so mal wieder richtig schön den Tag genießen. Ja, ich hoffe, euch geht es auch sehr gut und so wie mir. Also, und ihr könntet auch das schöne Wetter genießen. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder so im Großen und Ganzen. Wobei, nein, doch noch nicht ganz. Ich zeigen wollte euch, also schon im letzten Video hatte ich angekündigt gehabt, dass ich euch einmal meine Barfußschuhe zeige. Also ich habe sie jetzt auch an. Das sind die besagten Barfußschuhe. Ich hoffe, man konnte sie erkennen. Ansonsten, ich kann leider die Kamera nicht drehen, oder? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hoffe, man hat es jetzt eindeutig gesehen. Ansonsten, wie gesagt, also ich hatte ja nochmal ein separates Video angekündigt, wo ich dann auch nochmal genau erkläre, was sind Barfußschuhe, wofür sind sie nützlich und ja, das Video kommt auch noch. Also ich hatte mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht über das Video, nur ich hatte einfach noch keine Zeit, es zu drehen. Ja, wie gesagt. So, das war's jetzt aber wirklich. So, ich genieße jetzt noch das schöne Wetter. Wir laufen jetzt noch gemütlich das restliche Stück um den See herum und dann auch zum See. Und ja, dann fahren wir auch wieder nach Hause und nutzen den Tag noch ein bisschen und lassen ihn gemütlich ausklingen. Dann tschüss!